Und da ist es schon wieder am Zuppeln. Es geht weiter mit dem Versuch hier an der alten Festung den Ehrenfischer zu machen. Wieder auf Amur, heute wieder komplett basic mit Kartoffel, mit Teigen, mit Kohl. Und mit den Matchrouten. Matchrouten, Doppelköder, das Ganze rausgeballert hier an der ultimativen Position 2167. Ultimative Position fürs Karpfenangeln und Amurangeln. Weiße Amure ballern schon im großen Stil rein. Und ich teste hier jetzt gerade schön mit der Match. Matchroute einfach auch richtig gut. Macht einfach übelst Bock, hier die Dinger mit rauszuprügeln. Und ich teste gerade verschiedenste Köder. Ich habe jetzt den hier zum Beispiel gerade umgebaut auf Honig. Also Kartoffel mit Honig in Kombi. Honigteig ist allerdings bisher noch nicht so richtig sexy. Dann war wohl hier jetzt gerade schon ein bisschen was dran. Ich musste gerade erstmal alles anmachen hier. So, und den ziehen wir uns auch nochmal wieder richtig in Position. Ich stehe quasi da hinten an der Kante. So, alle drei mal eben raus. Zack. Und dann hier so schön an die Kante ziehen. Bügel wieder auf. Und abstellen. So. Jetzt haben wir hier die drei internationalen. So soll das da erstmal schön stehen. Wunderbar an der Kante. Ich habe noch keinerlei Futtermische drin. Hat aber gestern Abend auch schon super funktioniert. Und zwar hatte ich da dreimal schön die ganze Zeit mit dieser Brombeerkombination gestanden und das lief auch einigermaßen okay. Und dann, wie immer, war so circa nach 20 Minuten, 30 Minuten war auf einmal Flaute und dann wurde das wirklich zäh. Und dann ging aber, na, ich sag mal, es quälte sich noch eine Stunde weiter. Johannes Brombeer war durchaus okay und danach bin ich hier mit der Match rein, mit der ollen Kartoffel und dann ging das noch richtig schön weiter. Da ging also noch ordentlich was weiter. Auf einfach Kartoffel und Kohlblatt. Das müsste jetzt auch gerade hier, ja, rot und blau zuppelt. Jetzt muss ich halt gucken, was geht als erstes richtig ins Wandern. Momentan sind die Fische da gerade nur dran und zuppeln. Vor allem schwarze Amure ging auch gut rein. Gestern war ein bisschen kühler. Ja, war deutlich kühler, eher so um die 15 Grad herum. Und auch so ein bisschen bedeckt. Jetzt nicht so hart Sonnenschein wie heute gerade, sondern eher bedeckt. Zwischendurch auch mal Regen. Und dann ging das gerade richtig gut ab mit ja, Kartoffel und Kohlblatt in der Köderkombination. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob ich noch einen anderen Köder finde für das etwas wärmere Wetter. Ich habe zum Beispiel jetzt hier rechts außen Kartoffel und Maisbrei. Die Frage ist natürlich, was oder welcher Köder. Ne, ich dachte gerade schon, das war aber ein Hebebiss, ne? Das war ein Hebebiss. Also der Fisch hat den Köder angehoben, die Pose angehoben. Und das machen eigentlich eher die Güster oder die Karausche. Jetzt auf V1 wieder. Hatten wir gerade schon. Der Punkt ist halt, das muss man halt richtig abziehen. Ne? Man muss tatsächlich so ein bisschen mehr dabei bleiben. Man muss dabei bleiben, aufpassen. Ich gehe gleich natürlich auf Setup ein. Schön im Detail, wie das aufgebaut ist und wie man das hier am besten macht, auch mit den Posen. 17 Meter Entfernung, kann man das hier mit der Match machen oder mit kleinerem Setup, mit Pose? Schwierig, man kann aber auch hier vorne hinwerfen. So auf 15 Meter, geht auch. Geht auch, aber ich hatte hier in dem Bereich tatsächlich deutlich mehr. Oh, guck mal da, das ist doch gut, auf der 2 jetzt. Und auch schon gehakt. Trotzdem die anderen noch im Blick behalten. Falls da einer abgeht, zumindest schon mal schnell haken. Haken immer wichtig. Haken vor reinziehen. Na gut, die ist jetzt so weit weg. Da müssen wir uns bloß merken, dass jetzt auf der 3, auf der 3., dass es eigentlich die 2. ist.
Die Tiefe habe ich eingestellt auf 1,30 Meter, 1,35 Meter in dem Bereich. Na komm. Auch was Kleines. Auch was Lüdes. Na, jetzt werden sie aber immer kleiner hier. Vielleicht sollte ich doch nochmal anfüttern. Ja, das ist eigentlich ganz okay mit dem Clip. Ich habe hier, wie gesagt, auf 17 Meter geklippt. Und das passt eigentlich schon ganz gut. Vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen anfüttern. Ich muss halt gucken, was ich dann da gleich reinschmeiße. Ob ich nicht einfach eine ganz normale Basisfuttermische nehme. Nichts Besonderes. Einfache Basismische, weil ich ja hier auch mit so Basic-Ködern unterwegs bin. Ich vermute, dass auf dem Maisbrei hier gerade sehr viel Kleinkram reingeht und nichts Besonderes, nichts wirklich Großes. Und dass deswegen hier der Maisbrei einfach so weggetragen wird die ganze Zeit. Da ist, glaube ich, wieder was auf H2, auf Rot. Ist halt einfach spannend, ne? Also es zuppelt, man hat halt die ganze Zeit so ein bisschen Action. Guck mal, jetzt, da zieht er wieder. Jetzt auf allen drei Routen. Auf H1 auch. Ich stelle nochmal ab. Gucken wir mal, wo danach, wo doch jetzt die nächste abzieht, die nächste Pose. Es scheint überall was dran zu sein. Deutlich spannender als dieses olle Gebimmel, ne? kann aber auch nach einer Stunde. Mir reicht's dann in der Regel. Posenangeln, Stündchen kann man machen. So, guck mal da. Blau ist die 3. Na? Das sind bestimmt alles wieder so kleine Amure. Das waren bestimmt wieder jetzt die Amure. Guck mal da auf H1. Auch recht ambitioniert hier die 1. 3 auch wieder nur angehoben. Das, oder es sind irgendwelche kleinen Karauschen oder sowas wegen den Teigen. Ich baue gleich nochmal um auf Kohl. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem Kohl hier abgeht. Offensichtlich sind die Teige nicht so der Burner, ne? Wenn das so viel Kleinkram ist, jetzt die letzten Amure, die waren auch schon so klein. Das heißt, wenn hier Teig und Kartoffel so kleine Fische liefert, dann baue ich gleich nochmal um auf das Kohlblatt als zweiter Köder. Zack. Na. Siehst du die winzigen Karauschen, ey. Direkt weg auf Kohl. Sofort geändert. So. Das geht ja gar nicht. Und dann haben wir noch ein Gezuppel. Ist da auf der 2. Ich zuppel da einfach mal ein bisschen dran und verscheuche den Fisch, dass der Köder wieder frei ist. Und auf H1 müsste ich das eigentlich genauso machen. Auch das kleine Rumgezuppel. Das wollen wir nicht. Das ist ja natürlich schlecht. War aber jetzt einfach nur der Versuch, ob es eine bessere Kombinationsmöglichkeit gibt bei diesem etwas wärmeren Wetter. Jetzt gerade wird es wieder ein bisschen kühler. Auch hier verscheuche ich direkt mal und baue sofort um. Honigteig weg. Und auch hier gehe ich wieder auf das Kohlblatt, die klassische Kombi. Und dann raus damit. Schön an die Kante. So. Wenn man klippt, also ich mache das gerne so, einmal Bügel auf, Bügel zu. Ich meine, man kann das auch in den Schnurclip einfach stehen lassen, dann ist die Schnur noch ein bisschen straff. Aber wenn ich dann doch die Rute schon mal in die Hand nehme, dann zuppelt es auch manchmal mit dem Schnurclip. Deswegen mache ich das dann einmal auf, wieder zu, dann ist der Schnurclip raus. Also, Setup ist halt wie folgt zusammengebaut. Ich bin hier groß unterwegs. Dadurch, dass das hier relativ kleine Köder sind, Basic-Köder, bin ich vom Haken her deutlich größer unterwegs. Vorfach habe ich hier auch dran. Und zwar ein recht kurzes, 30 cm waren das, glaube ich, genau. Ne, 15 cm sogar nur. 15 cm, 30 Kilo. Geflochtenes Vorfachmaterial, Karpfenvorfachmaterial, klappt bestimmt aber auch mit Fluorocarbon oder einfach Mono Only. Wenn ihr mit
28er Mono hier unterwegs seid mit einem kleineren Setup zum Beispiel oder noch ein bisschen kleiner, dann einfach nur die Monoschnur, sollte doch auch einfach funktionieren. Und dann raus damit. Bisher, ja, halbe Stunde, alles komplett weiße Amure. Wie gesagt, gestern waren in der ersten halben Stunde schon 6 schwarze Amure bei Regenwetter und es war kühler. Wie sieht es jetzt hier aus? Wetter. Naja gut, ein Tag bricht es irgendwie ein, aber das macht es dann noch nicht so richtig aus. Aber es bleibt eher die ganze Woche relativ warm. Heißt also jetzt vielleicht doch nochmal etwas andere Köder testen, die so ein bisschen mehr für warmes Wetter sind. Vielleicht ist das Fruchtige jetzt doch irgendwie ein bisschen interessanter. Na komm, zieh ab. Gönn dir den ersten Happen. Ja, jetzt die Nacht auf jeden Fall nochmal abwarten und gucken, was in der Nacht passiert. Wenn es jetzt kühler wird, ob da noch ein paar dickere Brocken reingehen. Das ist natürlich auch mal so ein Ding. Genau gucken, wann den Anschlag setzen. Joa, und es geht los hier. Der erste Schubi. Es geht los so langsam. Auch wieder Kartoffelkohl. Das, was auch gestern halt am besten funktioniert hat. So soll das. Und da geht auch ein bisschen was Größeres rein. Sehr schön. Ja, so muss das. Also Kartoffelkohl immer noch weit, weit vorne im Vergleich zu Kartoffel und Teige. Da ballern die Teige hier an der Festung tatsächlich. Na gut, auch ohne Futtermischer, ne? Die nehmen halt jetzt gerade alles dann mit. Also die Spots, ja, 12,5, schmeckt schon, nicht schlecht. Und da geht's auch gleich direkt weiter. Jawohl, der hang auch schon da ordentlich dran, der wollte dringend raus. Sehr gut. Jawohl, auch hier jetzt Kartoffel und Kohlblatt. Habe ich das auf der... Ja, das war auch schon okay. 7,5 ist preislich auch okay. Da kriegt man doch schon vernünftig Kohle für. So, hatte ich hier auch schon umgestellt. Hier habe ich auch schon umgestellt. Dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Ja, eine Futtermische für Amure. Das hier ist die ganz normale Graskarpfen-Futtermische. Und die kann man natürlich auch so ganz gut schon verwenden. Das heißt, wir könnten hier noch weitere grasige Komponenten vielleicht nochmal mit reinmischen. Aber ansonsten ist das so natürlich schon mal gar nicht schlecht. Ja, und so in der Art habe ich hier auch verschiedenste Futtermischen auch angemixt. Hier mit Hanfsamen, Basis, Graskuchen, magischer Hanf zum Beispiel, frisch gemähter Rasen, alles in Richtung Grün. Und diese ganzen Grün-Kombis, die verwende ich jetzt gleich einfach mal. Werde das mal ausbringen. Hier habe ich auch noch eine grüne Graskuchen, allerdings nur große Feed-Pellets da drin. Auch durchaus eine Möglichkeit. Das ballern wir jetzt gleich mal raus hier mit der Futterrakete. Heißt also, wir suchen uns mal eben hier raus. Wo haben wir das Ding? Da ist sie. So, dann hatte ich ja gerade gesagt, es ist eine mit großen Partikeln. Das heißt, wir haben hier, wir gehen da mal eben rein, im Detail, Graskuchen-Feedpellets 14, 15, doppelter Hanf, Pop-up gemahlen und Frühlingskräuter gemahlen. Ich verwende die andere Futterrakete. Ich nehme jetzt die hier. Das ist die geschlossene und die offene Futterrakete. Das ist die Futterrakete, wenn man eher so die ganze Area so ein bisschen einnebeln will. Dazu gibt es auch noch ein Video. Ich verlinke das am besten auch nochmal. Wo dann halt dieser Unterschied quasi erklärt wird zwischen diesen beiden Futterraketen. So, jetzt müssen wir hier nochmal eben raus auf 17 Meter. Auf der 1 ist gerade schon irgendwas abgegangen. Zack, raus damit. 10 Mischen sind am Platz. Ich bin gespannt, wo gleich die 1 hochkommt. Hat's gehakt von allein? Ja, hat's. Sehr schön. Ja, endlich. So bin ich hier gestern mehrfach lang marschiert.
weil hier einfach ein paar schöne Brocken reingegangen sind. Endlich wieder hier rauf und hier lang. Es ist einfach die ultimative Kombi. Kartoffel und Kohl geht immer. Sehr, sehr gut. So, komm ran hier. Sehr schön. So soll das sein. Ja, und das ist eben auch vernünftig, so zwischen 10 und 20 Kilo. Dann macht das eben auch Bock. So, Futtermische ist draußen. Ich bin sehr gespannt, wie da jetzt die Wirkung ist. Und ich würde sagen, wir warten noch mal ein bisschen ab, wie das denn jetzt wirkt. Ja, die Morgenstunden gehen rein und es zubbelt. Und es zubbelt wieder los. Ein paar kleine hatte ich jetzt gerade noch weiter rausgezogen hier. Gucken wir mal, ob da noch jetzt mit der Futtermische ein bisschen was Größeres geht. Wie gerade schon gesagt, also mit Futtermische, mit einem komplett angefütterten Spot als dritte Route, also zweimal Grund und einmal Pose. Da war das schon richtig interessant. Gucken wir mal, ob jetzt hier noch ein bisschen mehr geht. Die Größen sind bisher noch nicht so sexy. Aber ich hoffe auch jetzt hier gerade mit der Kombination Kohl und Kartoffel, Kartoffel und Kohl, dass das ein bisschen mehr wird. Oder vielleicht auch nochmal gleich testen. Kartoffel, Kartoffel. Einfach richtig dicke Kartoffel. Wäre auch noch eine Idee. Kann ich gleich mal hier machen, oder? Machen wir gleich mal hier. Machen wir doch gleich einfach mal hier drauf. Die richtig dicke, ultimative Kartoffel-Action. 5 Kilo Amour passt. Und dann gucken wir doch mal, was denn hier der bessere Köder ist oder der Köder, der halt vielleicht noch besser lockt. Und genauso könnte ich jetzt auch auf der und nicht gehakt, aber genauso könnten wir auf der jetzt hier gleich mal Kohl-Kohl machen. 3-0er Haken, Kohl-Kohl. Ob hier die Kohl-Kombi vielleicht dominiert. Und dann wissen wir doch schon Näheres. Entweder schreckt der Kohl ab, wobei die Futtermische ja jetzt doch recht grün war sozusagen. Ich gehe hier nochmal ein bisschen feiner. Ich glaube, wenn ich hier so ein bisschen weiter rechts liege. Oh, 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 beeilen, da vorne geht einer ran. So, ich wollte ein bisschen höher gehen eigentlich. Und da zieht noch einer richtig schön ab. Auf Kartoffel, Kartoffel. Ist die doppelte Kartoffel the shit? Das wäre natürlich richtig cool. Dann siehst du mich aber hier ratzfatz sofort alles umbauen. Der geht schön ab. Der geht schön ab. Der hat ein bisschen Bock. Nicht schlecht. Einfach mal auf doppelte Kartoffel. Das ist aber auch so geil. Die Action, die Aktion der Routen sind so gut, ne? Schön. 12,5. Richtig schön in die Monoschnur. Sehr weich reingegangen. In den Blank sehr weich reingegangen. Alles abgefedert. Dadurch, dass das eben, ja, dass die Monoschnur diese Dehnung hat. Und diesen Gummieffekt hat diese Monoschnur. Plus eben hier die Interaktion oder die Aktion von der Rute. Das geht eben auch richtig schön in den Blank alles rein. Die ganze Kraft vom Fisch. Und puffert ihn richtig aus. Und dann ist das natürlich auch ein schneller Drill, ne? Ja, also, so sieht es im Moment aus. Ich glaube, eine knappe Stunde war ich jetzt schon, ja, nicht ganz. Aber man sieht hier den Unterschied. Das war hier der Anfang, dann der Test mit den Teigen. Es ging mit den Teigen wirklich bergab. Also deutlich kleiner, kleiner, kleiner. Bis zum Höhepunkt, dass hier quasi die Karausche reingegangen ist. Und dann umgestellt wieder auf klassisch Kohl und Kartoffel. Und dann geht das auch los mit den Amuren und den Schuppenkarpfen in Kombi wieder. Die Größen werden deutlich besser. Also das ist halt hier dieses Kescher-Bild, was ich kenne. Auch von gestern noch, vom Testen, da war das schon richtig gut. Auch hier der Anfang war ganz vernünftig und dann eben der Gedanke runtergehen
oder auf was Süßliches gehen, warmes Wetter, Teige, andere Aromen testen. Knoblauchteig habe ich noch nicht probiert. Das heißt, ich müsste theoretisch noch mal ein bisschen weiter rumprobieren mit den Teigen. Oder anscheinend doch hier einfach auf doppelte Kartoffelkombination. Das ist natürlich auch gut, ne? Apropos Kombination, Köderkombination, das ist hier unten, Match. Das sind hier Köderkombination. Wandert 80%, 85%. Man muss das schon ordentlich geskillt haben, das Posenangeln, bevor man das machen kann, verwenden kann. Das war zu zaghaft. Und deswegen, es macht schon Sinn, so ein bisschen auf Match und dann auch ein bisschen Gas zu geben. Am besten, wenn ihr im höheren Levelbereich seid, am besten zur Tunguska. An der Tunguska hier am Anleger einfach oder hier auf 82-100, einfach hier schön Posenangeln im großen Stil. Zwischendurch dann nochmal zum Ladoga-See, hinten an den Bojen. Auch da einfach ein bisschen Posenangeln, dann skillt man einfach auch richtig gut. Immer schön unterschiedliche Spots verwenden. Auch das Prozente, wie bekomme ich Prozente-Video, verlinke ich am besten nochmal. Einfach da nochmal reingucken. Das zählt, das ist jetzt aufs Grundangeln ausgelegt in dem Video, aber es zählt eben für alle Angelarten. So, und dann geht's weiter. Und wir zubbeln weiter. Auch hier mache ich jetzt gleich Kartoffel dran. Das mit dem Kohl klappt zwar ganz gut, aber Kohl alleine anscheinend da hinten noch keine Reaktion, selbst auf den etwas kleineren Haken, noch gar nichts. Das heißt also, offensichtlich ist hier die Kartoffel die treibende Kraft und dementsprechend kartoffeln wir hier alles schön ein und ich werde hier weiter rumstehen. So ein bisschen habe ich noch Geduld. Wir gucken, glaube ich, noch mal eben trotz allem in den Kescher rein hier nach 50 Minuten. So, und rein ins Café. Mal kurz nach Preisen sortieren. Ja, das sieht auch schon ganz gut aus hier. Ihr seht, also auch kohlemäßig gar nicht verkehrt. Amur, damit kann man auch Kohle machen. Ich finde sogar selbst in diesem unteren Bereich, wenn man hier guckt, 3, 4, 7, 10 Silber, das sind auch Amure, die jetzt nicht so super schwer sind. Ja, auf einem kleinen Setup ziehen die schon ab. Wenn man hier einen 14 Kilo Setup hat, dann haut auch einen 7 Kilo Amur ab. Bei mir haut auch ein größerer 15 Kilo Amur ein bisschen ab. Also die haben halt die Power, aber das, ja, dann lässt man sie halt anfangs ein bisschen ziehen. Knappe 200 Silber, schmeckt, ist okay, geht aber besser. Und jetzt gucken wir nochmal eben nach Fangzeit. Und zwar bis hierhin. Und zwar ab hier. Ab hier die ersten noch getestet mit... Passt das? Ich glaube, das passt. Ja. Ja, genau. Die ersten drei getestet. Auch wieder reingegangen. Eben hier alles angemacht in der Zwischenzeit. Und dann ging es hier auch los im Minutentakt sozusagen. Ja, das waren die ersten. Also mit den Teigen nicht ganz so erfolgreich. Und dann die zweite Fuhre hier mit Kartoffel und Kohl. Deutlich erfolgreicher. Und jetzt geht es gleich weiter mit Kartoffel und Kartoffel. Auch da bin ich nochmal sehr gespannt, wie das abgeht. Also, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Kohle machen. Einfach auf Kartoffel. Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.